Hier ist Dortmund, hier ist der Signal Iduna Park. Jan Platte und Florian Schmitz-Hommerfeld für euch mittendrin bei diesem Spiel der Spiele. Können die Dortmunder zu Hause den großen Bayern mal wieder ein Bein stellen? Wir sind bereit für den deutschen Klassiker. Und über 80.000 in diesem großartigen Stadion sind es auch. Was für eine Atmosphäre. Jetzt fehlt nur noch ein großartiges Fußballspiel. Nein, ich glaube schon, dass das Spiel so ein Julian Brandt-Spiel werden könnte. Ist natürlich großartig, mit Ball am Fuß, hat die Übersicht, hat die strategischen Fähigkeiten, kann selber laufen und Räume erkennen. Also einfach jemand, von dem das Team in jedem Spiel profitiert. So, dann schauen wir, wie es der BVB heute angeht. Der Torwart Gregor Kobel, Julian Riasson spielt mit Rami Benzebaini in der Abwehr. Julian Brandt steht mit Marcel Sabitzer auf den zentralen Positionen. Und im Angriff haben wir Serhou Guirassy. Und das ist die Startaufstellung von Bayern München. Im Tor ist Manuel Neuer. Kim Min-jae spielt mit Dayo Upamecano in der Abwehr. Michael Olise steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und im Sturm Harry Kane. So, und jetzt rollt der Ball. Die Dortmunder haben ihren Anstoß zur ersten Halbzeit. Aktion, klasse Tor. Ja, alles klar, mit 1:0 geht's weiter in diesem Spiel. Leon Goretzka. Davis. Kingsley Coman. Jetzt haben die Dortmunder den Ball gewonnen. Brandt. Bis hierhin. Bringen Sie es jetzt zu Ende. Ah, das sah gar nicht verkehrt aus, aber geben den Ball hier ab. Geht hier weiter mit Einwurf. Serhou Guirassy. Das muss es sein. Da macht er sich ganz lang. Kurze Variante. Ah, den Ball hat er gut abgefangen. Maximilian Bayer. Sabitzer. Bayer. Riasson. Parade vom Keeper. Lange Ecke kommt in die Mitte. Ja, den hat er gut geklärt. Na, Bayern München bekommt diesen Freistoß. Goretzka. Leon Goretzka. Kingsley Coman. Kane schickt den Kollegen. Quasi, er macht richtig Spaß.
Wir gucken auf die Wiederholung und diese Überzahlsituation. Ja, der Treffer ist dann natürlich nicht mehr zu verhindern. Spielstand 1-1, alles offen, weiter geht's. Maximilian Bayer. Man nutzt hier seine Ballsicherheit und die Räume. Gefordert im eigenen Strafraum und absolut abgeliefert. Ja, und der Ballverlust von Harry Kane. Brandt. Sabitzer. Vielleicht jetzt die Führung. Ja, da ist das Tor. Jetzt sind sie hier wieder in Führung. Ja, das macht er richtig gut. Die Ballannahme mit dem Rücken zum Tor. Da ist Körperbeherrschung gefragt. Dann die schnelle Drehung, der Abschluss passt. Ja, richtig guter Treffer. Kingsley Coman. Kommen sehr gut diese Bälle, Ruhe, Pass und Ballsicherheit. Nee, der Pass kommt nicht sauber genug. Vielleicht jetzt die Chance zu kontern, wenn sie schnell spielen. Gewinnt diesen Zweikampf. Und genau das muss so machen. Nachsetzen, dranbleiben und doch noch den Ball holen. Brandt. Zieht da mal. Ja, und es ist am Ende relativ abends. Alfonso Davis. Jamal Musiala. Und Jamal Musiala in die Tiefe. Was ist das für ein Spiel? Da ist schon wieder der Ausgleich. Also besser kannst du den Ball ja im Prinzip nicht treffen. Was für ein tolles Tor. Wir gucken es uns alle gerne nochmal an. Ja, da gibt es nichts zu halten. So, und wir machen weiter. 2-2. Das kann hier noch in alle Richtungen gehen. Bino Gittens. Julian Brandt. Und jetzt Bino Gittens. Coman, Alfonso Davis, Kane. Nee, der war nicht gut genug, der Pass. Ja, da ist ein bisschen Platz zum Konter. Was machen sie da? Sind das schon durch? Und das Tor! Jetzt haben sie die Führung. Dieses Treffers, guter Konter und dann dieser harte Schuss zieht einfach ab und drin ist er. Kingsley Coman, Alfonso Davis, er läuft da sehr, sehr gut. Das ist erstmal rum, gut gelöst. So, und jetzt drücken Sie das Gaspedal durch.
Leon Goretzka. Stark vom Ball getrennt. Da könnte jetzt was gehen. Sauter. Was eine Parade von Neuer. Ja, das gibt Freistoß für die Bayern. Davis. In die Tiefe kriegt ihn der Kollege. Musiala. So, den macht er ins leere Tor. Die große Freiheit. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung bei diesem Treffer. Da gibt es einige defensive Fehler. Später sicher nochmal genau seziert werden. Wie stand jetzt also? 3:3. Torfestival. Mal gucken, ob wir noch ein siebtes sehen. Ball ins Ausgespielt, gibt Einwurf. Bino Gittens. Und jetzt Bino Gittens. Ach, das ist super. Idealer Zweikampf. Chance zu flanken. Alles rein. Und sofort der fünfte Blick. Der Elfmeter. Strafstoß. Der ist klar. Ich finde aber, wenn es da auch noch Gelb oben drauf gibt. Und der Torwart kann diesen Elfer wirklich halten. Kingsley Coman. Kane. Guter Ball. Das Haus aus der Gefahrenzone. Wir sehen ein Fußballspiel, das sehr berauschende Wirkung entfaltet. Es gibt Chancen auf beiden Seiten. Es macht einfach richtig Bock zuzugucken. Der Sabitzer. Gute Position. Und die Fans haben das aufhält. Kann hier den Ball mit der Faust aus der Gefahrenzone bringen. Davis. Harry Kane. So, und die Nachspielzeit angezeigt. 1 Minute. Ball bei Harry Kane. Den Schnellpass hat er sehr gut gespielt. Der ist drin und damit gehen sie hier in Front. Ausgangspunkt dieses Tors. Zunächst der gute Steilpass von Jamal Musiala. Und der Schuss ist im Prinzip perfekt, unheimlich hart und trotzdem präzise. Er ist unhaltbar. Und jetzt ist Pause auch für die gelbe Wand. Melden uns gleich wieder aus dem Signal Iduna Park. Und er ist einer der größten Torjäger aller Zeiten, mindestens mal in England. Harry Kane, was der erste Hälfte. 2 Tore gemacht mit dem Team, stand hier. So, rein in die zweite Halbzeit, die Bayern also mit einer knappen Führung. Kimmich. Jamal Musiala. Olise. Michael Olise. Konrad Leimer. Ach, steht da sehr gut im Passweg, hat den Ball. Benzebaini. Technisch sehr gutes Tackling, stark gemacht. Nochmal Musiala. So, nochmal Musiala. Ja, aber ist vielleicht eine Chance zu kontern. Jetzt vielleicht die Chance. Setzt sich da durch. Das ist ein super Ball. Was macht er raus?
Und das ist eine absolute Glanzparade. Ja, und im richtigen Moment kommt der bislang, würde ich sagen, beste Reflex in diesem Spiel. Herausragendes Torwartspiel. Jetzt gespielt. Oh, Chance vertan, das hätte was werden können. So, nur Abstoß. Kimmich, den stellen sie gut zu. Kimmich. Konrad Leimer. Ball gewonnen. Gut geholt. Guter Pass, das könnte was werden. Für Julian Piasson. Marcel Sabitzer. Ja, die Chance wäre da. Drücken Sie jetzt voll aufs Tempo. Und Julian Brandt. Und hat das Auge für den freien Raum. Konrad Leimer. Ja, der hohe Ball gewinnt. Das ist genau, was er haben will. So, jetzt haben wir das hohe Ball ausgefaustet. Joshua Kimmich. Konrad Leimer. Wir sind noch 30 Minuten zu spielen bis zum Ende der Spielzeit. Klasse Auge hier bewiesen. Und Musiala, den muss er noch. Nicht nur gut, die sind auch noch effizient. Das ist der Dreierpack. Ja, das Tor ist in letzter Instanz nicht mehr zu verhindern. 2-1 und keine Chance da letztendlich noch einzugreifen. Sie spielen es aber auch gut aus. Also 5-3, ein Wahnsinnsspiel, gerne weiter so. Rami Benzebaini. Sabitzer. Sabitzer. Mark, der Zweikampf, gutes Tackling. Der ist für Musiala. Ja, da könnte etwas gehen. Super, Kingsley Coman. Der ist gut. Gehalten. So, und der kommt in die Mitte, der Eckball. Oh, und der war wichtig. Dass er da noch rankommt und das Ding ablenkt. Richtig gefährlich. Borussia Dortmund bekommt diesen Freistoß. Brandt. Sabitzer. Maximilian Bayer. Überspielt, was für eine Chance. Und trifft schon wieder. Da geht ja alles. Der Doppelpack. Super Spiel. Wir schauen uns den Treffer nochmal an. Es kommt dieser gefährlich schöne Steilpass. Und das ist dann einfach nur richtig gut gemacht. Zieht ab und zwar mit richtig viel Schmackes. Gibt es nichts zu halten. Und wir machen weiter. 5-4. Was für eine Partie. Kimmich. Alfonso Davies. Ko-
Konrad Leimer. Hinter die Kette, gutes Auge hier. Den haben sie, wissen sie, wie der abzuwehren ist. Keine Gefahr. 20 Minuten sind hier noch zu spielen, dann sind wir am Ende der regulären Spielzeit. Jetzt ein bisschen Platz. Vielleicht jetzt die Chance zu flanken. Der Abwehr ist voll, da holt sich den Ball. Gefährliche Flanke. Da ist es, jetzt ist er drin. Aber die Fahne geht hoch. Was für eine knappe Abseitsentscheidung. Aber ich glaube, sie stimmt. Und das könnte ein gefährlicher Ballverlust sein. Kane. Sané hat Platz auf dem Flügel. Die Chance jetzt für eine Flanke. Und Harry Kane. Davis mit der Gelegenheit. Gregor Kobel, was eine Flugshow. Und jetzt kommt der Eckball. Nee, da hat er keine Mühe, das war einer zu wach werden. Sie könnten jetzt auch über außen. Ah, und das sah gar nicht verkehrt aus, aber geben den Ball hier ab. Jetzt zu Leimer. Jetzt vielleicht die Chance zu flanken. Jamal Musiala. Chance jetzt auf die Entscheidung. Ah, die Gefahr ist noch nicht ganz bereinigt. Und dann ist er drin. Super nachgesetzt. Die erste Parade war noch richtig gut. Aber bleibt hier in der Show und macht den rein. Das ist natürlich schon ärgerlich. Einmal die großartige Reaktion, aber beim zweiten Abschluss keine Chance, da irgendwie noch retten einzugreifen. Wir sehen es in der Wiederholung. Ja, unglückliches Gegentor, würde ich sagen. Also alle, die gepflegten Offensivfußball lieben, kommen heute voll auf ihre Kosten. Weiter geht's, vielleicht zum nächsten Streich. Nico Schlotterbeck, Julian Brandt. Und auch Vorteil entschieden für den BVB. Anton. Bayer. Serhou Guirassy. Jan Couture. Marcel Sabitzer. Guter Pass, wird vielleicht was. Ah, so musst du es verteidigen. Rein. Ja, gut geklärt, Gefahr bereinigt. Ja, das ist echt so. Jetzt kommen sie den Anschlusstreffer. Ja, das nächste kleine Privatduell. Vorhin ging es so an den Schützen, jetzt geht es an den Keeper. Ja, und den kann man ein Stück weit loben, würde ich sagen, wobei der Abschluss jetzt auch nicht perfekt. So, da kommt sie, die Ecke. Ah, der kommt genau auf den Torwart, überhaupt kein Problem. Goretzka. Leon Goretzka. Thomas Müller. So, sie gehen ja absolut auf Nummer sicher, spielen nicht mehr auf ein weiteres Tor, lassen den Ball sicher in der eigenen Hälfte laufen und die Uhr läuft ja komplett für sie.
Ja, da ist ein bisschen Platz. Spielen Sie schnell genug. Und da ist er völlig frei durch. Was macht er draus? Und jetzt sind sie wieder da. Da ist der Treffer. Jetzt fehlt nur noch einer. Dann nehmen Sie jetzt auch noch was mit. Da ist das Tor nochmal. Das machen sie richtig gut bei diesem Konter. Und der ist dann definitiv nicht zu halten. Zieht ab und knallt das Ding rein. Und jetzt haben sie es gepackt. Die Bayern marschieren mal wieder in der Liga. Es ist also ein knapper Sieg geworden in diesem Ligaspiel. Es hätte, da sind wir uns glaube ich einig, auch anders ausgehen können, aber das kann Ihnen jetzt komplett egal sein. Für Sie zählt letztendlich nur der Sieg.